Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Heute bin ich mal in Kalthafen unterwegs und möchte mit euch zusammen einmal schauen, was hier die Housing-Händler anzubieten haben. Ja, wo finden wir die? Wieder etwas versteckt. Das heißt, wir haben hier mal wieder keinen Hinweis mit dem Stuhl, dass man es auf den ersten Blick sieht. Aber hier hinter uns in Cicerus Nahrung und Nützliches, dort finden wir den Hausausstatter mit dem unaussprechlichen Namen und auch den Errungenschaftsausstatter. Und die beiden schauen wir uns jetzt mal näher an. Hier vor dem Haus sehen wir natürlich den Hinweis mit den Stühlen. Hier sind wir also richtig. So, wir starten einmal bei dem normalen Hausausstatter. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, wie man ihn ausspricht. Ich versuche es jetzt erst gar nicht. Es ist doch kein richtiges Zuhause, bis man die Folterkammer eingerichtet hat, oder? Folterkammer klingt schon sehr spannend. Wir schauen mal, ob das auch in seinem Angebot vorhanden ist. So, was haben wir denn hier Schönes? Auf alle Fälle haben wir hier Bäume, die alle so einen hellen Touch haben. Ich musste vorhin so daran denken, das ist jetzt so fast so winterlich, was wir jetzt eigentlich ganz gut gebrauchen können. Aber ja, so ganz gesund sehen sie nicht aus. Sie sind arg verwelkt. Und bitte achtet, wie groß diese Bäume sind. Die sind wirklich mega, mega riesig. Wenn ihr hier unten mal die Quadrate anschaut, und jetzt nehme ich zum Vergleich mal eine Frachtkiste. Also eine Frachtkiste ist so in einem dieser Quadrate. Und jetzt schaut bitte mal, wie viel Quadrate dieser Baum verbraucht. Also der ist wirklich, wirklich groß. Der ist hier so ein Tuckel kleiner, aber nichtsdestotrotz, ihr braucht, wenn ihr diese Bäume irgendwo hinstellen wollt, immens viel Platz. So, dann haben wir ja noch einen versteinerten Baum. Gut, ich finde jetzt nicht, dass der sonderlich viel hermacht, aber wer weiß, wofür man es wirklich mal gebrauchen kann. So, dann haben wir als nächstes Felsen. Die finde ich wirklich schön, weil die so einen schönen Schimmer haben. So türkis-gräulich. Also das ist schon mal was, ja, ich wüsste zwar gerade jetzt nicht, wo ich es bei mir hinstellen könnte, aber die finde ich wirklich, wirklich schön. Das ist mal wieder was Außergewöhnliches. Gut, passt natürlich zu Kalthafen, aber ich denke, da kann man in seinem Haus draußen irgendwo am Vorplatz oder so sicherlich was Schönes mit anfangen. So, die Frachtkisten werde ich jetzt nicht einzeln nochmal vorstellen. Die kennen wir auch von anderen Händlern. Das ist eigentlich ja fast immer das Gleiche, was wir hier haben. Was wir als letztes hier noch haben, ist ein Sprössling, verwelktes Dickicht. Das finde ich sieht auch aus wie sowas, was man irgendwo in einer winterlichen Landschaft hinstellen kann, weil es eben auch wieder so weißlich ist und passt ja jetzt auch gerade wunderbar zur Jahreszeit. Ja, als allerletztes unseren obligatorischen, super schicken Teetisch für schlappe 250 Gold. Ja, sage ich jetzt nichts weiter zu. Prima, dann geht es mal weiter zu unserem Errungenschaftsausstatter Lotsutusk. Der ist schon ein bisschen einfacher auszusprechen. Und dann schauen wir mal, was der Gute anzubieten hat. Haltet ihr euch für hart? Ich habe mich schon mit Dutzenden herumgeschlagen, die härter waren. Es ist mein Geschäft, Leute wie euch zu versorgen. Also, sind wir bereit, ins Geschäft zu kommen? Meine Güte. Güte, der ist ja gut drauf. Aber ja, wir wollen zumindest mal gucken. Zeig mal, was du so Schönes hast. So, bei euch kann es jetzt natürlich sein, dass noch nicht alles kaufbar ist, sprich, dass das ein oder andere noch rot ist. Dann seid ihr mit dem Questen noch nicht durch. Dann steht aber auf alle Fälle, wenn ihr mit dem Mouseover rübergeht, was ihr dafür tun müsst, also welche Errungenschaft ihr braucht. Weil Errungenschaftshändler verkauft natürlich nur die Sachen, wenn ich die Errungenschaft dann erfüllt habe. So, wir schauen uns das mal an. Gleich das erste Item finde ich super schick. Also das eignet sich wirklich für einen schönen Thronsaal oder wie auch immer. Total schön. Selbst wenn man es vielleicht nur in den Garten stellt und eine Blume draufstellt oder wie auch immer. Ich finde das Ding wirklich, wirklich mega. Ja, das Banner von Molag Bal darf nicht fehlen. Ich finde es nicht so schlecht, aber haut mich jetzt auch nicht aus den Socken. Ist von der Form her mal ein bisschen anders, so ein bisschen anders zerfetzt, sage ich mal. Aber ist, ja, ist schon nicht schlecht. Also gibt Schlimmeres, würde ich sagen. So, den Fessel-Kontrollstein.
Ja, der ist auch nicht verkehrt. Also haut mich jetzt auch nicht so aus den Socken, ist aber auf alle Fälle was Außergewöhnliches, was logischerweise dann auch nicht jeder bei sich in der Wohnung stehen hat, weil man dafür ja auch erstmal gequestet haben muss. Dafür finde ich diesen Kronleuchter wieder ganz schön. Gut, er macht jetzt nicht sonderlich viel Licht, muss man dazu sagen, wie man gerade feststellt. Aber ich finde ihn so von der Art her, wenn man ihn jetzt vielleicht nicht gerade als Lichtquelle nehmen möchte, doch sehr außergewöhnlich. Aber da merkt man wieder, wie arg das Geschmackssache ist. Ne? Vielleicht der ein oder andere denkt, was ein Scheiß. Ich finde es ganz niedlich. Gut, eine kauernde Statue habe ich bei mir im Museum stehen. Ansonsten wüsste ich spontan gar nicht, was man damit anfangen sollte. Aber auch das ist natürlich etwas, was nicht jeder hat. Und ja, im Blickfang ist es auf alle Fälle, ob nun im Positiven oder im Negativen, das Ding fällt auf. Ja, als letztes Licht von Meridia. Das könnte man natürlich auch als Lampen an die Wand machen oder einfach so als Deko. Macht jetzt auch nicht wahnsinnig viel Licht, wie wir feststellen. Aber ich finde es so auf alle Fälle hübsch. Gut, ich habe es jetzt auch erstmal nur in mein Museum, in meine Leuchtestein-Ecke gestellt. Aber ich denke, auch da kann man sicherlich schöne Sachen mit anfangen. Ja, das war's zu diesen beiden Händlern hier in Kalthafen. Wir haben natürlich draußen vor der Tür noch einen dritten Händler, nämlich den Luxushändler. Hier haben wir nämlich auch nochmal das Zeichen des Stuhles. Der ist allerdings immer nur am Wochenende da. Ich verlinke euch das dann auch mal unten im Text. Also den findet ihr immer von samstags teilweise bis montags früh hier. Und der bietet natürlich auch ganz, ganz tolle Sachen an. Da muss man nichts für tun, aber die gibt es eben dann nur einmal die Woche hier zu kaufen. Ja, ich wünsche euch super viel Spaß beim Housing, bei Elder Scrolls Online sowieso. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Follow da, und damit sage ich Tschüss, eure Kastanie, bis zum nächsten Video.